So, da ist der Risa. Gut, ich habe vergessen, Push to Talk zu drücken. Ich weiß nicht, wie viel angekommen ist. Also nochmal. Ich habe natürlich direkt weitergespielt, die nächste Aufnahme gestartet. Vor größeren Pausen werde ich natürlich euch darüber informieren, dass es etwas länger dauern könnte, bis das nächste hochkommt. Ansonsten werde ich versuchen, so viel wie möglich jeden Tag zu spielen und euch auch so viele Let's Plays wie möglich jeden Tag zukommen zu lassen. Ja, sollte ich mal einen Tag keine Zeit haben, kündige ich das vorher natürlich im letzten Video des Tages in den Kommentaren an. So, dann wollen wir uns einfach mal bereit machen. Wir haben ja gerade gesehen, den Kampf gegen die Shiva-Schwestern und dann dieses dramatische Video über die Purgation und über die Flucht vom Berscha-See. Mal gucken, was uns jetzt hier in diesem... Sieht aber auch wieder aus wie Ruinen erwartet. あっちの方が頼りになるぜ。すいません。 逃げてどうにかなるのかね。国軍全部が俺らの敵だ。どこまで逃げても追い回される。どうせもうじき死骸だしな。まだ平気だよ。簡単に諦めないでよ。諦めちゃいねえが、世の中どうにもなんねえこともあるんだよ。ガキには分からんだろうがな。 So, wir haben wieder gerade eben ja gesehen, dass wir das Kristarium erweitert haben. Das heißt, wir können auch wieder ein paar KP vergeben. Das werden wir auch gleich direkt tun. Ich gucke mich hier nur kurz um. Und hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen. Also werden wir einfach mal die KP jetzt vergeben, die wir neu haben. Sehen hier, die Fähigkeiten kosten bei Sass gerade aktuell 90 KP, beziehungsweise die hat jetzt 100. Das sehen wir, wie viel die KP kosten, wenn wir die anwählen. Das geht auch bevor wir die Fähigkeit erlernen. Wenn wir jetzt hier gucken, das kostet 90, wir haben 0 von 90 da drinne. Das genauso, hier auch und dann hier 120. So. Jetzt bringen wir ihm hier die Fähigkeiten bei. Er ist natürlich der Augmentor, der unsere Gruppe verstärkt. Hope ist der Augmentor, der die Gruppe schützt.
So, sie hat den Manipulator gelernt. Wir machen aber erstmal eben fix den Verheerer voll. Zack. Oh, da haben wir jetzt schon gesehen, hier hat es schon 130 gekostet statt 120. Also das ist nicht vereinheitlicht pro Charakter. So. Na, wie ich gesagt habe, sie schwächt den Gegner. Das heißt, sie verhindert, sie macht ihn angreifbarer für unsere Helden. Aber natürlich, der Schaden des Gegners bleibt. Oder habe ich mich jetzt gerade verguckt? Ne, Deportes, Deval. Das macht den Gegner anfälliger, ja. So. Gut, bei denen haben wir jetzt schon die alle Fähigkeiten durch. Wenn wir gucken, hier sind wir auch mittlerweile nur noch bei 1600. Und wir gucken uns mal die Ausrüstung an für ihn. Auto Selection ist am Anfang ganz gut. Offensiv wird alles angelegt, was ihn ein bisschen stärker macht. Defensiv alles, was sein Leben steigert und ihn ein bisschen mehr schützt. So, aber da er ja hier ein Verheerer ist, können wir ihm mehr TP geben und die Magie damit steigern. Und bei ihr können wir das Ganze genauso machen. Defensiv, Blitzresistenz, okay. Offensiv, ja, physischer Angriff, hat sie aber auch nicht. Das heißt, das bleibt erstmal so. Und wir gucken mal ganz kurz, wir haben ja, haben wir nicht letztens? Ne, die haben wir noch nicht gefunden, okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Das war es wieder soweit zu dem KP-System. Ich guck mal, eventuell werde ich demnächst die KP offscreen vergeben. Das entscheide ich dann so ein bisschen ganz spontan, aber natürlich werde ich euch trotzdem informieren und einmal durchzeigen, wie weit wir im KP-System sind.何言ってるか、ファロン君さ。花火なんぞに願い事か。貴様それでも軍人か。申し訳ありません、総長。自分は海上警備に飽きまして。まあ、お前さんには退屈な仕事だろうな。今日はもう帰っていいぞ。いや。近所の遺跡で 最後が何か見つけたらしい。俺たち警備軍は邪魔だから撤収しろとのお達しだ。俺この前エイブリーで峡谷のプラントで事故があってから最後の連中やけに気が立ってるだろう。事故ではなく事件だそうですが、パルス絡みの。<笑>明日は休暇だったな。ええ。 誕生日なので妹がどうしても休めと。21歳だったか。俺からの贈り物は士官候補生コースへの推薦状だな。総長。
出世して妹さんを喜ばせてやれ。若いもんは未来だけ考えてりゃいい。余計なことに首を突っ込むな。パルスの件には関わるなと。ああ、ろくなことにならん。妹さんも悲しむぞ。おお、ほれ見ろ。 あんたが正しかったよ、総長。 他は? 多分、後から。待ちますか? ついてくる気なら、追いつくさ。 So, Hope ist natürlich auch Fernkämpfer, ein Magier, also Verehrer, und hat den Augmentor auch. So, dann können wir jetzt hier direkt gucken, welchen Augmentor er hatte. Ich glaube, das war mit der Verteidigung. Geben wir direkt ein paar Punkte aus. Ne? Ja, also er steigert unsere Verteidigung, Sass steigert unseren Angriff. Aktuell nur mit Vallum und Deportes. Und Portes steigert er die Verteidigung und natürlich hat er auch einen Heiler-Spec. Das heißt, wir haben eigentlich immer in jeder Gruppe, die sich so trennt und zur Konstellation losgeht, einen Heiler mit drinne. So, aber hier haben wir den Punkt, Auto anlegen, offensiv, wir steigern natürlich ihren Angriff, der physische Schaden wird um 5% verringert, durch die Gladius, und bei ihm machen wir defensiv, Zauber um 20% erhöht, ist immer gut. So, dann können wir auch direkt mal schauen, ob wir eventuell schon die Gegenstände modifizieren können. Ich bin mir nicht sicher, ab wann das ging. Okay, wir können es noch nicht, aber wir haben schon den Ballisto-Bazar, das heißt, da können wir uns Waffen kaufen, wenn wir natürlich die entsprechenden Gil haben. Fällt jetzt aber noch flach, da wir ja noch keine Gil haben und hier ist auch noch nicht so das Farmen wirklich möglich. Das geht erst später. Hit!
So, da haben wir wieder unsere Freunde, die Wachdruiden. Die können jetzt nicht ganz so viel und ja, essentiell würde ich sagen, ich bin jetzt dieses, den Rest des Videos erstmal ein bisschen ruhiger, weil hier ist gerade nicht so viel und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, ohne zu spoilern. Deswegen sind wir ein bisschen, einfach mal ein bisschen quiet und ich lasse euch einfach mal ein bisschen die Spielatmosphäre genießen. So, wir treffen hier gerade auf einen neuen Gegner. Und das könnte jetzt sogar ein Präventivschlag sein. Ja, okay, leider. Xenoroid. Jetzt im Präventivschlag ist das nicht ganz so interessant. Während er im Schockzustand ist, kann er gar nichts machen. Das heißt, er ist komplett machtlos. Er ist offen und angreifbar. Und wenn er nicht im Schockzustand ist, ist er sehr resistent gegen Angriffe, das heißt, er kriegt deutlich, deutlich weniger Schaden. Und wirklich muss man darauf achten, dass man ihn in den Schockzustand bekommt.軍の組織は2つに分かれている。政府直属の公安情報司令部サイコンと、その他大勢の警備軍。私は警備軍でボーダムの連隊にいた。待ってください。ポージに関係ないのに、なんであの場所に乗り込んだ。 対象者の皆さん、指示に従い列を乱さないでください。手荷物はパルスに到着後返却されます。おい止まれ。列から離れないでください。皆さんの安全のためです。 警備軍が何の用だ。
の作戦は最後の管轄だ。だから頼んでる。乗せろ。私をパージしろ。ボーダムの住民でも政府と軍の関係者はパージ免除だ。これで退役だ。やろえ。姉ちゃん。いや、姉ちゃん。何者だ？パージ・シガンさん。その割に、おとなしくパージされますって目じゃねえぞ。トラブルが嫌なら、次の列車に乗るんだな。はあ、なおさら同席させてもらわねえとな。セラを閉じ込めた遺跡が、パルスに運ばれる前に救い出す必要があった。パージ列車に乗り込めば救う機会があると思った。妹さんを助けるために自分から。すごいですね。僕には絶対できないです。できるできないの問題じゃない。やるしかなければやるだけだ。強いからそんなこと言えるんですよ。ライトニングさん！さんくせえな。おお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 お。Dieser kleine Lustenmeuchter Seth. Gut, dass den der kleine Kokobo abgehalten hat. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen ruhigen Abend. Bis zum nächsten Video. Euer Rizal.